Hey Leute und willkommen zu meinem ersten Mod-Review. Keine Ahnung, egal. Ich stelle heute einen Mod vor, nämlich den BMW M4 von Yannis23. Und er sieht schon mal richtig, richtig gut aus. Ich finde, das ist einer der besten Mods für Highway Nights überhaupt. Der Lack spiegelt richtig schön, die Grafik ist perfekt. Das ist sogar innen drin hochauflösend Spiegel hier. Das Interieur richtig gut gemacht, alles perfekt. Ich finde das klasse. Ich werde in Zukunft wahrscheinlich öfter irgendwelche Mod-Reviews hochladen. Und ja, genau. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass letzten Freitag kein Let's Play kam. Das liegt einfach daran, jetzt sind Sommerferien. Und da werden insgesamt wahrscheinlich schon relativ wenige Let's Plays kommen. Letzten Freitag war ich auch in Münchner Autohäusern, wodurch ich da auch nicht dazu kam, deswegen, ja. In eineinhalb Wochen bin ich auch in London, das heißt, da wird auch nichts kommen und, ja, genau. Egal, fangen wir an. Also, ich habe mir noch nicht so richtig Gedanken darüber gemacht, was ich jetzt, wie ich vorgehen soll. Also erst Design, dann Drift, dann Fahren oder sonst irgendwas. Ich weiß es einfach noch nicht, sondern ich mache jetzt einfach mal so. Also fangen wir direkt mal mit dem Design an, jetzt stehen wir doch so schön. Die Lichter sind schon mal richtig, richtig schick gemacht. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube eigentlich, dass wenn die... wenn nur eine Lampe ist, dann sind es eigentlich die beiden äußeren Lampen vorne, nicht die beiden inneren. Aber da bin ich mir nicht sicher, da will ich jetzt mal nichts sagen. Ja, ansonsten hinten, glaube ich, gilt dasselbe. Ich glaube auch, dass dann die Lampen eigentlich außen statt innen leuchten. Ansonsten, Bremslicht und Rückfahrlicht sieht eigentlich alles gut aus, Blinker auch. Ja, ist eigentlich schön gelungen. Ich glaube, bei einem M4 ist eigentlich hier am Rand diese, dieser Chromstreifen, wie nenne ich es? Ja, hier bei dem Lüftungseinlass am vorderen Kotflügel. Ich meine, beim Blinker blinkt das dann auch mit, aber da bin ich mir auch nicht mehr sicher, also mache ich da jetzt mal keine Vorwürfe draus. Ja, schöne schwarze Felgen drauf. Ein schwarzes Dach, sehr hübsch. Hier sogar eine Kelle drin, genau das hier ist nämlich die Zivilversion. Blaulichtfrequenz perfekt gemacht. Sieht wunderbar aus, auch hinten. Ist sowieso eine coole Idee, ein M4 als Polizeiauto. Ja, wenn man ins Interieur geht, ich finde den Knopf nicht. Dann sieht man hier auch oben die Blaulichter. Gut, man sieht es hier gerade schlecht. So, da. Dann hier der Nachbar. Guten Tag. Die Rückspiegel. Alle hochauflösend. Hier das Interieur perfekt gemacht. Sogar mit den Anzeigen. Die Zeiger bewegen sich nicht, aber das liegt nicht am Mod, sondern das geht in dem Spiel generell anscheinend nicht. Da drüben liegt die Kelle. Schönes Navi. Wobei mir das überhaupt nichts sagt. Gut, genau. Das Kennzeichen Köln, die M444. Gut. Was soll ich als nächstes machen? Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen planlos. Okay, machen wir doch als nächstes einfach mal Schadensmodell. Ich gebe mal den Cheat Lead Speed ein, damit ich immer Nitro habe. Nachgefüllt, so höre ich das hier. Und dann irgendwie hängt der Computer gerade viel schlimmer als sonst. Hilfe. Ja, ist ja eine Katastrophe. Ja gut, dann fahren wir hier mal ganz gemütlich und versuchen mal irgendwo ein Ding zu boxen. Ich suche mir mal ein großes Auto. Oder hier.
Da, perfekt. Gut, wir backen uns erstmal durch. Genau so will ich das. Da. Ah, ein Lieferwagen, okay. Den kriegen wir. Ich hasse es. Ja, bisher so ein paar Wellen und aber ansonsten wenig. Ich find's cool, dass die Scheiben so schön angekratzt sind. Sieht richtig realistisch aus. Alles perfekt. Ja, die Lichter vorne gehen anscheinend noch alle. Wunderbar. Komm, machen wir mal das Blaulicht an. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass hier irgendwo irgendein großes Auto ist. Nein. Ich hab mich so. Attacke. Gut, schieben wir ihn erstmal. Olli. Oh, was war das denn? Oh, ich bin schon ziemlich kaputt. 63% und man sieht es mir einfach gar nicht an. Also ich repariere mich jetzt einfach mal kurz, weil ich brauche Highspeed für einen richtig guten Crash. So klappt das nicht. Da kommt größtenteils, da kam gerade größtenteils Motorschaden dazu. Davon habe ich nichts. Das ist in jedem Auto so, also ich bin das nicht. Ich habe jetzt schon wieder 1%. Was ist denn das hier? Oh, naja, eigentlich bin ich bei der Blinkleuchte. So, hier einmal schön gedreht. Nicht unter 50 km/h. Fantastisch. Komm wieder mal durch. Oh, okay, Leitplanke. Ja, so fahre ich jeden Tag, ne? Klar. Oh, okay, ihr bist nicht am Dach, perfekt. Fantastisches Auto, fährt sich hier vorne. Also hier sieht man schon, der vordere Scheinwerfer ist kaputt. Kein Wunder. Oh, das Blaulicht auch. Ansonsten, die Motorhaube sieht auch, das finde ich schön. Aua, das sah ungesund aus für den Mercedes. Ja, also schon mal sehr hübsch. Schon wieder, ich repariere mich jetzt einfach nochmal. Ich versuche nochmal. Ich probiere mal falsch noch zu fahren. Vielleicht hilft das. Guten Tag. Machen wir mal wieder den Weg frei. Gehen wir an. Vielleicht kann ich ja irgendwie meine Front ein bisschen verspotten. Ich habe an ihm seine Front bis jetzt erfasst, aber meine sieht eigentlich noch ganz heil aus. Achso, das ist. Ja, wie kommen du schon wieder? Ah, danke! Was ist da gerade? Hast du das auch gesehen? Okay. Da geht nochmal ein bisschen Gas hier. 250 ist gut drin. 270. Ich guck gerade nichts wirklich Großes. Gegenteilverkehr. Genau, dann fahren wir heute im Gegenteilverkehr. Wer war das wohl? Schon wieder Motorschaden und nichts passiert. Also ich muss jetzt echt irgendwo rein. Da! Oh nein. Ah, da sieht man's. Hervorragend. Hallo. 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 Thank you.
Kit hat auch blaue Lichter drin. Auch mit Kripo. Kripo gegen Kripo. Uhu. Kripo schießt Kripo. So. Also hier haben wir eine schöne zerspottete Front. Man sieht gut. Und mein Schild fällt ab. Die Stoßstange wackelt. Die Motorhaube geht auf. Oh, da haben wir doch was richtig Großes. Gehen wir mal. Attacke. Ja, schön nochmal explodiert. Hier die Scheiben zerschrottet. Motorhaube geht auf. Heck komplett verbogen. Autsch. Gewöhnungsbedürftiges Design, würde ich mal behaupten. Hallo. Hallo. Also wir probieren jetzt einfach mal in der Stadt zu fahren, dann probieren wir uns mal von dem Zug zu zerschrotten. Ich mag Züge. Ich glaube, das tue ich da. Ich glaube, das klappt ein bisschen besser. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder ewig laden. Ich probiere es jetzt einfach mal, diese Schrift da unten zu lesen. Das mache ich nie, weil das immer so schnell weggeht, aber ich probiere es also. Hüte dich davor, bei einer Beschattung das Blaulicht oder die Sirene zu benutzen, deine Deckung fliegt sofort auf. Naja, klingt logisch. Wenn du mit deinem Gegner kollidieren solltest, ist das der Versuch, ihn zur Aufgabe zu bewegen, ohne dass du ihm gleich alle Knochen brichst. Naja, gut, bei Cobra 11 wird das schwierig. Wenn es heißt, dass du deinen Gegner stoppen sollst, hast du oft die Wahl, ob du ihn ausbremsen möchtest, dein Fahrzeug beschießt oder... Wenn bei einer Beschattung darfst du keinesfalls auf deinen Gegner auffahren, sonst fliegst du auf, also pass auf. Ja, solltest du bei rasanter Fahrt mal deine Reifen fahren? Ja, genau das meine ich. So, genau. Crash-Test. Sind wir im Schwab. Schwabel eigentlich. Komm, aus dem ersten Jahr. Also, diese Automatikentscheidung ist so einfach eine Katastrophe. Ich habe schon wieder den Cheat vergessen. Ach ja, ich freue mich wieder auf Samstag. Gibt wieder Supercars von mir. Black Orange auch wieder dabei. So, jetzt muss nur noch der Zug. Ach komm, nee, machen wir erst die. Front. So viel dazu. Steil abwärts, voll auf die Front. Jawohl. Immer schön auf die Schnauze. Nochmal und nochmal und schön auf der Seite. Und jetzt können wir uns mal aufhören zu drehen. Ich krieg einen Drehwurm. Ich kippe. Wir kippen. Hilfe. Was soll man dazu sagen? Ah, das ist was für Thumbnail. Na wohl, bei einem Let's Play vielleicht mal, aber bei einem Mod Review nehme ich den Mod als Thumbnail. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Okay. Okay. Meine blauen Lichter gehen nicht mehr. Der M4 hat insgesamt eine für ein Auto ungewöhnliche Form angenommen. Die hintere Stoßstange und Nummernschild und Heckklappe fehlen, die Scheiben fehlen überall, die Motorhaube fehlt, die Stoßstange wackelt und fällt bald auch schon ab. Aber die Kelle, die bleibt drin. Zerstörte Scheibe, die Kelle bleibt drin. Okay, unlogisch. So, jetzt versuchen wir noch unsere Stoßstange hier schön abzuschmettern. So viel Strin. So ein Stein. Ja, wir sind gleich mal zu weit. Stopp, vorwärts, stopp. Perfekt. Das wird nie passieren. So perfekt. Okay, 96%. Oh nein. Das gibt einen Totalschaden. Nicht? What? Ja, also da sehen wir schön unser Motor quasi. Wie der ausschaut. Ich glaube nicht, dass das noch gesund ist. Oh Gott. Von hier schaut er aus wie irgend so ein Kombi, wie irgend so ein Kleinwagen. Was will denn die S-Klasse hinter mir? Siehst du nicht, ich habe hier einen Unfall oder was? Aussteigen und helfen vielleicht mal. So,
Oh gut, wenn du nicht helfen willst, dann kriegst du jetzt auch einen Unfall. Hä? Meine Frechheit. Gut, dafür müssen wir jetzt echt mal reparieren. Attacke. So, den Rest erledigt sich von alleine. Weg. Schön drauf. So, was machen wir als nächstes? Geschwindigkeitstest, würde ich sagen. Ja, dafür müssen wir wieder auf die Autobahn. Ich habe das Ganze vielleicht nicht so ganz perfekt durchgeplant. Jetzt müssen wir nämlich wieder ewig warten. Gut, was soll's. Schaffen wir schon. Ich habe eine Idee. Okay. Das wird lustig. Sollen wir, wenn ich immer nur einen Wagen testen, das Schadensmodell und so weiter ist ja bei allen gleich, aber trotzdem ist nicht jeder Mod gleich. Hier haben wir mal ein M5 SEK, also in schwarzer Farbe hätte da glaube ich mehr Sinn gemacht, aber was soll's. Was ich cool finde, es gibt 4 Mods von dem M4, 4 verschiedene und jeder hat ein anderes Kennzeichen. Zum Beispiel der gerade hatte ja K, dann IM und dann 444. Und der hier hat auch KIM, dann 4 und danach weiß ich es nicht mehr. Aber das können wir ja gleich schauen. Wenn es mal aufhört zu schlagen. Mit Fladen. Die Rampen lassen sich am besten mit konstantem Gas be... Ja, ich vergesse es. Ich gebe es auch. So, ich stelle gleich mal ein, dass es nicht immer Nacht ist. Ist ja blöd. So, oh, die Spiegelung ist schön. Guckt euch das an, in diesem Lack. Wow. Okay. Fährt SEK mit oder ohne Blaulicht? Ja, dürfte ich auch hervorragend, aber das bekommen wir gleich. Also ich würde vorschlagen, jetzt machen wir statt, wie ich ja gerade gesagt hatte, statt des Rehs die Geschwindigkeit testen. Testen wir erstmal das Fahrgeschick, denn wir sind hier gleich mal neben dem Parkhaus. In dem kann man das perfekt testen. So, ich fahre mal ein paar Etagen hoch, dann kann man aber das auch gut hinkriegen. Ja gut, ein paar Grad sein an der Wand geholt, aber gehört zum Leben dazu. Ah, es ist schlimm zu reden mit meiner Nase, ich sollte aber stoppen. Oh, okay, das hat meine Frontscheibe nicht. Ich würde mal gerne wissen, warum meine Stoffwürfe, meine Frontscheibe etwas abkriegt, wenn mein Licht kaputt war. Ah, das ging doch ganz gut. Da hier ein bisschen rum. Hervorragend. Also der fährt sich wirklich fantastisch. Fantastisch. Okay, den habe ich schon mal gebracht. Jetzt ist es langweilig. Ah, da habe ich die Leute kurz berührt. So was. Ah, ein schöner Donut um die Säule herum. So, dann hier um die Wand. Jetzt haben wir schon wieder Motorschaden. So, schon wieder repariert. Fantastisch. Holla! Da hat es uns abgehoben. Ach ja, so ein Kennzeichen fällt mir gerade auf. Genau, das hier ist KIM-404. So, und einmal abwärts bitte. Ui, oh nein, nicht auf das. Sonst komme ich jetzt irgendwo, wenn ich die Kette auf der Autobahn raus. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber es ist ja durchgebracht. Einmal die Lift und Luft holen, Lift holen. Genau, ich hole mir jetzt den Lift hier rein. So, ja. Wow. Oh, das fliegt sogar. Oh. Ich werde hier dauernd hochgehoben. Oh, was sind denn das? Diese Quatsch.
keine Bordsteine. Nur der Motorschaden soll ich. Ja gut, fahr mal mit. Wir fahren mal ein bisschen ganz oben. Aua, okay, das war echt blöd. War doch blöd. Fahren wir nochmal eine Slalom hier durch. Okay, gleich meine Slalom vergessen. Oh, das wird wohl nicht mehr. Die Tour wird zu scharf. So, einmal so rum, einmal anders rum und wieder so rum. So, gut, pass auf die Kraft. Das fängt die Bahn nicht. Ich würde eigentlich sagen, die ist krass, aber... Da sind wir ja ganz oben, hervorragend. Und gleich mal fast den Lift kaputt hauen. Nur mit der den Lift. So. Hier noch ein bisschen rumfahren. Ach ja, lustig macht Spaß. Ja, ja, die Kollegen werden sich wundern, wenn sie dann hier so ein SEK-Kollege hier auf dem Dach reden, wie er Donuts macht. Ich sag's ja immer, die Polizisten lieben Donuts. Normalerweise in Amerika, in Deutschland kann er auch mal vorkommen. Wie gesagt, werden alle Polizisten Homer. Demnach wäre Homer Polizist. Ja gut, parken wir ein, ne? Ah, schön verfehlt hier so perfekt rein. Oh ja, ich probiere jetzt das Slalom auch noch. Den Cockpit anziehen. Ja, ein Wegmesser. Oh, ist das eine Wand? Ich sehe das nicht, das ist alles gleich beleuchtet. Da fehlen die Konturen. Kann sein, dass ich gerade geparkt ist, gar nicht. Ja, könnte sein. Alter, da bin ich wieder hochgeschmissen. Das hängt doch gar nicht. Nee. Aber das Let's Play wird sicher schon wieder viel zu lang gehen. Das Let's Play wird irgendwie... Holla, wow! Jetzt mal neuen Fahrt abhitzen. Holla, wow. Kann ich auch noch. Ja gut, reicht auch wieder. Was ich jetzt noch gerne testen würde, ist, wie diese Spirale herunterkommen. Da heißt sie schon und Abwehr. Gleich mal verschießen. Ah, oh, guck mal, 47 und ich sollte reparieren. Also ich hab schon repariert. Ja, es kam etwas spät. So, hervorragend. Naja, gut. Hervorragend gibt's nochmal in einem anderen Format. Auch genannt als tatsächliches Hervorragend. Hervorragend. Ja, aus dem kompletter Fail. Oh, wenn ich... Also wenn ich mich da einmal zu sehr drehe, dann stecke ich fest. Problem. Problem nix gut. Problem macht Probleme. Oh. Sag mal, wie lange ist das? Guck mal doch bei mal unten sein hier. Ah, da haben wir das Ende. Stehen alle Schranken offen.
und einmal überdreht zum Schluss. So, nehmen wir einmal das Auto und Tag und alles, was dazugehört. Und ich habe die Schaltung auf manuell gestellt. Wieso? Okay. ja, gut, wenn ich hier Dienstbeginn 19 Uhr mache, ist ja kein Wunder, dass das Nacht ist. Die schwarze Nacht. Gut, ich muss mal mein Mikro wieder richten hier. Feuerwehr. Genau das, was ich nicht brauche. Was bin ich für ein Pfosten? Gut, testen wir die Geschwindigkeit mit dem M4 Polizei. Wenn du die Aktionstaste verwenden kannst, dann wird Fahrerstreife mit verschiedenen Fahrzeugen. Manche Einsätze bekommst du nur angeboten, wenn du ein bestimmtes Fahrzeug fährst. Benutze die Handbremse, wenn du schnell mal durch eine Kurve driften willst. Es gibt keine Fußgänger in diesem Spiel, weil sie für dir nicht sicher wären. Was? Ja, wobei es wahrscheinlich richtig wäre. Ja. Bei Blaulicht und Sirene auf der Autobahn wird dir der Gegenverkehr eine Gasse bilden bei drei Spuren zwischen den Blablabla. Es gibt viele Seitengassen, durch die du abkürzen kannst. Das ist aber schön. So. Wovon hat man sich keine Fußgänger in diesem Spiel? Da wollte ich mal kurz drauf anmelden hier. Nur mal zum Thema. Perfekt, nein. Das ist lieber sein. Das ist nicht wohl hier. Ich lenke zwar, aber das scheint ja hier nicht zu jucken. So, also so viel zu, es gibt keine Menschen in diesem Spiel. Ne, lass uns schon mal besser werden. Verstehe, deswegen, weil das hier ja nicht sicher werden. Was machen wir? Dann testen wir mal die Geschwindigkeit. Aber jetzt machen wir erstmal direkt Mod hier. Also ich finde das fantastisch, wenn wir hier. Ja, das sieht einfach so gut aus. So, fantastisch. Also die Blaulichter sind schon mal ziemlich schick und so weiter, aber alles normal. Der Seitenstreifen, der geht hier richtig schön in den Lufteinlass rein oder Luftauslass. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig cool aus. Hier die ganze Bemalung, die ist fantastisch. Auch hier oben die Konturen perfekt eingehalten. Fantastisch. Hier wollen die Kollegen. Alles perfekt. Alles vom Feinsten. So, die 94 ist einfach das perfekte Blitzauto, das muss man einfach mal sagen. Ach komm, kommen wir erstmal zum Drifting hier, das sieht man ja gleich mal. Jawohl, Drifting, da weiß ich nicht mehr, was das ist. So, und gehen wir Vollgas, oder? Klar doch. So. Ja, da sehe ich die Haubenie. Also wir sind bei 200 km/h und steigen. Und so eine Film ist ja eigentlich richtig schnell sein. Das sieht schön aus. Nee, ist nicht dein Ernst. Gut, bei 291 ist Schluss. Das ist komplett sinnlos. Es ist ein M4. In diesem Spiel gibt es nachgemacht 3er. Nicht M3. 3er! Und der fährt über 300. Ist ja wohl ein Witz. Oh Mann. Na gut. Aber was soll man sagen? Jo, jetzt wahrscheinlich gerade mitbekommen, dieses Spiel hat
gebackt, dann ist es abgestürzt. Ich konnte es ewig nicht schließen, jetzt konnte ich schließen, dann konnte ich es ewig nicht öffnen. So, jetzt ist es aber wieder gut. Jetzt haben wir es hier. So, also die Geschwindigkeit haben wir ja getestet, ging ja alles gut. So, genau. Ich wollte vorschlagen, jetzt noch ein zweites Fahrtraining, also, ja doch, Fahrtraining zu machen. Jetzt erstmal den M4 wieder suchen zwischen meinen 1024 Mods. 24? Es sind 1026 Mods. Also insgesamt Fahrzeuge mit den normalen auch. Ja, dann suche ich doch mal in diesen 1026 den M4. Zum Glück kenne ich mich hier ein bisschen auswendig aus. Von dem her dürfte ich den schnell finden. Ich habe ihn übersprungen. So viel dazu. So, der sollte hier irgendwo in der Nähe der Mitte sein. Da haben wir ihn. Perfekt. Gleich mal angemerkt, dieses Gold ist nicht im Original vorhanden. Das habe ich selbst hinzugefügt. Das soll das typische M4-Gold darstellen. Ich habe es total verschissen. Es sieht nicht aus wie das M4-Gold, aber es ist wenigstens Gold und es sieht schön aus. Also, sagt mal nichts hier. So, fahren wir mit dem ein Rennen. Es hat nicht funktioniert. So, jetzt hat. Du kannst den Verkehr auf den Straßen bei jedem Rennen erhöhen oder verringern. Oh nein! Ich hoffe, ich habe den Verkehr ausgeschalten, sonst hängt das wieder wie blöd. Oh nein, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Hurra! Hurra! Ja, ich wollte 5 Gegner, ich habe 1. Ich wollte 3 Runden, ich habe 2. Ich wollte keinen Verkehr, ich habe Verkehr. Ich wollte Tag, ich habe Nacht, ich habe alles total verschissen. Irgendwie glaube ich, mein Mod Review fällt etwas anders aus als bei anderen. Bei anderen geht's komplett ins Auto, bei mir geht's gerade wie ich halb verzweifle an diesem Spiel. Aber es ist cool. Da kann man einfach nichts sagen. Und ich hatte nicht 2 Runden, ich hatte 30 Runden, die will ich jetzt auch nicht abfahren. So, also, jetzt wieder. So, und jetzt können wir wieder warten. Du, kannst du deinen Gegner in ein LKW drängen, wird dir das den entscheidenden Vorsprung bringen. Auf einer Rennstrecke. In einen LKW. Vielleicht nochmal genauer überlegen. Mit der Gegnerstärke bestimmst du, ob deine Du kannst den Verkehr auf den Straßen bei jedem Rennen erhöhen oder verringern. Je mehr Verkehr, desto schwieriger wird es für dich und deine Gegner. Gerade so. Ja. So, hier haben wir die ganze Tortur hier vor mir. Den schönen M4-Polizei. Neben mir einen älteren Kripo M3 Coupé. Also quasi sogar der Vorgänger von meinem Auto auf Van Kassel. Den Rest sehe ich nicht. Hey, von mir fährt ein M4 in derselben Farbe. Wo wir sehen. Ja, hier, ich hab den Cheat vergessen. Ich weiß, Cheat ist unfair, aber im Grunde kann man sich damit auch total verschätzen, vielleicht sogar überschätzen. Wenn man nämlich Nitro hat, dann steuert man gerne mal zu viel in die Kurve rein. So, hier sieht man den guten Kennzeichenunterschied. Da neben mir ist nämlich der SEK und ich habe KIM 400, er hat KIM 404. Ja, heute. So, was fährt denn vor mir noch? Was habe ich noch nicht kommentiert hier? Ein BMW 1er Coupé Polizei. Ich glaube nicht, dass es den in echt gibt. Das ist aber ein sehr hübscher Mod und er fährt sich katastrophal, weil er hübsch. Das liegt doch allerdings nur an meinem Spiel. Ich kann mir gut vorstellen, dass er eigentlich richtig, richtig gut ist, aber in meinem Spiel hüpft das Ding und dann kommt schon keine Kurve rum. Hier, guck dir das an. Oh, der fuckt auch noch. So, ich warte mal ganz ungünstig. Hinter mir hört man auch wieder Einser irgendwo dagegen schellt. Zerstellt. So, und vor mir ein R8 Safety Car. Ist ja logisch, dass das Safety Car vorne ist, aber nicht mehr lange, mein Freund. Nicht mehr lange. Ich will uns jetzt mal nicht dauerhaft nicht drauf zu machen, stecken, wenn ich bin. Ja, und genau das meine ich. Ich habe mich völlig überschätzt. Ja, vier Halter Trümmer, das geht noch. So. Ach, ich meine, so ein bisschen so.
Also ich muss sagen, er fährt fantastisch auf dieser Rennstrecke. Ja, falls ihr euch wundert, warum ich die Spur gerade so perfekt einhalte, selbst wenn man die Strecke gar nicht sieht, ich kenne die so gut wie auswendig. Naja, was heißt so gut wie? Schallverkurve. Ich kenne sie auswendig. Da ist eine leichte Linkskurve, dann eine große Gerade, die teils bergauf führt und auf einmal wieder bergab und dann eine scharfe Rechtskurve, die ich fast nie kriege, sondern irgendwo gegen die Mauer hier links knallt, aber erstmal Luft holen. So, da geht's bergauf, da geht's bergab, die Kurve schaffe ich fast nie und oh Mann, nein, 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 und schon wieder nicht geschafft. Und dann zurück auf die Strecke hier. Mir fällt gerade ein, eigentlich brauche ich gar keine drei Runden, das dauert auch noch so lange hier. Obwohl, das geht schon so lang hier. Ich brauche 3 Minuten für eine Runde. Dann machen wir 2 draus, aber mir auch nicht. So, und die jetzt hängt das wieder wieder an. Oh, also ist das schön, jetzt fahren wir mal wie echt. Was ist hinter mir? Ich hab Platz. Leute, ich hab nen Platten. So ein Scheiß. Gut, 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 warme die Box. So ein Kiss. Also gut. Auf die Box, das kostet dann nicht mehr viel Zeit. Perfekt, auf geht's. Oh, wir sind Dritter, okay. Ah, nicht so schlimm wie ich dachte, aber trotzdem blöd. Und wieder. Attacke, Gerechtigkeit für M4. Hey, der ist der Zweier wieder, ein Jahr. Nur der Neue heißt Zweier, merkt euch das. Und? Okay. Nein, das könnte doch passen, das passt doch, das passt doch, nein, das passt nicht mehr, okay, naja, okay, auch irgendwie fair, ich habe ihn da so, vom Weg weg, noch ein Einser hier, so, hier Kollege mit derselben Markierung hier, ein bisschen Lack austauscht. Der Stoßstange tauscht, der vordere Stoßstange den Lack. Und da haut sie weg. Ich bin so ein Grund. Okay. Ich bin Letzter. Egal ob Punkt oder Gronk, ich bin Letzter. Yay. Ha! Ihr könnt alle nicht düften. Okay. Boah, vor mir qualmt das. Hey, mach mal die Nebelmaschine aus. Sagt der und düftete. Ich bin schon wieder im Kies hier eigentlich. Irgendwie so schön die Rückspiegel sind, wenn man die Kamera ganz normal hat, dann sieht man fast nichts davon. Hinter mir ist der. Hinter mir liegt. Hey, ah, doch. Oh, Mann. Oh, okay. Ah, da ziehen wir innen vorbei. Oh, da sind wir ein bisschen schief. Hört das so? Ich glaube nicht. Wir höhen eine Einser, mal wieder weg. Komm. Oh nein, 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 nein. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib doch Gas. Ich finde das schön, mir fällt gerade auf. Schaut mal auf die Nähte am Lenkrad. Die sind rot und blau. Genauso wie das M-Zeichen. Schön.
Wenn ich so achte, bin ich gerade mit dem Mittelpunkt. So, Nico, du kannst nicht Lego, okay. So. So, ich kriege auch noch Freunde hier. Auf dem R8 mit dem F4 abhängt. Ich glaube, völlig unrealistisch. Weil ich mal keine Kriegsfigur bekommen kann. Oh, und schon wieder. Alter, also, die ist echt zu gut. Komm, 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 nein! Ja! Was? Okay, wow. Ja, und ja. Jawoll! Perfekt. Genauso gehört. So, mit dieser schönen Nachricht hier geht's dann ins Ziel mit unserem wundervollen blauen M4. Ja, danach geht's noch zum Drift und dann haben wir es auch schon für heute. Und ich knall hier dagegen und das war's auch schon. Ja, hier mit dem Drift natürlich durch, wo wir gleich beim Drift sind. So, gut, das ist jetzt nicht die endgültige Runde, aber ich mache das einfach zu der endgültigen Runde und ich verschaffe den anderen hier einfach mal einen Vorteil durch den Ausbremser an dem R8 hier. Ja, die anderen sind auch schon klar. Okay. So, wer zeigt jetzt wen an, Freundchen? Wer zeigt jetzt wen an? Okay, gut. Also gut, dann werden wir doch... Ja, also dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Ding hier fertig geladen hat, sonst dauert das Let's Play zu lang. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt... Oh Gott, habe ich vergessen, wie geht das? Ich habe jetzt einfach mal Pause gedrückt, aber das ist ja nicht so. So, fahren wir ein bisschen nach Verkehrsregeln hier. Ja gut, mit Reifenspuren und hier durchdrehende Reifen, aber das... Ach was. Das macht doch jeder im heutigen Verkehr so. Nee. So, rote Ampel, die ignorieren wir jetzt einfach mal schlicht. Hier ist ja eh keiner. Hier ist eh keine Polizei. Da vorne fährt ja nur eine M4-Polizei, aber ist eh keiner. Gut, dann. Und gleich mal verkackt. Glückwunsch, willkommen auf meinem Kanal. Okay. So, dürfen wir hier schön. Das ist extrem schwierig, in diesem Scheißverkehr zu dürfen. Das sieht jetzt gar nicht so schwer aus. Mit dem M4, wie gesagt, das funktioniert 1A mit dem. Der fährt fantastisch, aber trotzdem, das ist extrem schwer. Weit außen alles. Ja, ja. Ich hab zu viel. Oh, Konzentration. Konzentration. So. Konzentration. Boah, das ist schlimm. So, probieren wir mal mit dem Interieurkopfpunkt hier anrichten. Was war das denn für deutscher Satz? Fantastisch. Hacka. Oh, und gut. Da haben wir uns Platten gefahren und hier die Seite ein bisschen zerschreddert. Was soll's, weiter geht's. Na gut, reparieren wir mal.
So, dann wollen wir hier einmal rumfahren. Na komm. Perfekt. So, driften, komm schon, nein. Ich wollte eigentlich driften und hier so die Ausfahrt rausdriften, andersrum. Das klappt nur, wenn er driftet, sein reicht. Und natürlich, bis er dann auch so weit außen ist. Ich sollte weiter außen anfangen. Ja, vielleicht schon mal die Grundvoraussetzung abnehmen, dass ich driften weiter außen ist. Perfekt, so geht's so rum. Na also, es geht doch. Ich suche nach Verkehrsregeln hier. Ja. Oh, das war gut. Das war gut. Ich versuche jetzt mal hier so eckig rein zu bewegen. Ja, voll verschickt. Dann gibt hier ein paar Donuts und so. Ja gut, dann damit beende ich hier mal den Mod Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben da. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, macht das doch. Dann seht ihr vielleicht auch mehr Mod Reviews und Let's Plays und noch viel, viel, viel mehr. Wie fandet ihr eigentlich den M5 beziehungsweise das erste Mod Review? Schreibt's auch einfach mal in die Kommentare. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao.